Wir sind jetzt auf Frankfurt Buchmesse 2017. Ja. Und mit wem spreche ich? Annick Bria. Ja, von welcher Verlag? Bimschu. Da können Sie sich okay. Das anschauen. Okay. Das ist ein Kinderbuchverlag aus Frankreich, aus Paris. Und wir präsentieren alle unsere neuen Projekte für 2018 und haben Termine mit Verlegern aus aller Welt. So, also wenn man jetzt mit Franz spricht und meistens man hat eine so eine, die Franzosen haben sehr gute Philosophie zum Leben. Ja. Was ist Ihre Philosophie zum Leben? Genießen. Jeden Abend, also gehen wir so mit anderen Verlegern auf Restaurant und heute Abend zum Beispiel gehen wir auf Koh Samui Restaurant, ein sehr gutes Thai-Restaurant in Frankfurt und wir freuen uns immer so schöne Zeiten zu verbringen. Okay, so können Sie vielleicht ein Buch, jetzt, was Sie jetzt verlegen in der nächsten Zeit und einer sehr, was Sie sehr ja, mögen wir hoffen. Und ich spreche nicht ein Lieblingsbuch, aber einer. Ich weiß in Deutschland, ich glaube. Frau Merkel hat den chinesischen Präsident mit dem Panda in Berlin, Berliner Zoo. Okay. Und wir haben so eine neue Reihe. Also okay. Wir wollen eine neue Reihe mit dem kleinen Panda machen. Das ist vielleicht ein kleines Augenzeichen für die Aktualität. Aber wir finden, ja, wir hoffen sehr, dass das Buch also den Leuten gefallen wird, so also mit einer Geschichte von, also einer Tiergeschichte okay. Mit Panda. So. Super, ja. Also dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank ja, nicht für so das danke. Gespräch ja. Und merci. Merci beaucoup. Jo, bye bye.